Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter Hofmann. Auch Ihnen darf ich gratulieren zur ersten Rede im Hessischen Landtag. Damit darf ich das Wort erteilen Herrn Abgeordneten Alexander Bauer von der Fraktion der CDU. Sie haben das Wort, Herr Bauer. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die SPD kocht wieder an ihrem Dauerthema Strafenausbaubeiträge und wärmt mit dieser dritten Vorlage erneut ihr Gesetz zur vollständigen Abschaffung von Strafenausbaubeiträgen in Hessen auf. Doch in der Politik ist es manchmal so wie im richtigen Leben. Die meisten Speisen verlieren beim wiederholten Erhitzen zu sehr an Qualität, und selbst Eintöpfe werden nach dem dritten Aufwärmen fade, meine Damen und Herren. Warum sage ich das? Wir haben uns sehr intensiv hier im Hessischen Landtag mit dieser Thematik beschäftigt. Das Beitragsrecht ist bekanntlich sehr komplex. Die Lösungsansätze für die Probleme der Bürgerinnen und Bürger sind wahrlich nicht einfach. Wir haben, meine Damen und Herren, mit dem Landtagsbeschluss vom 24. Mai 2018 nach Auffassung der CDU-Fraktion eine Lösung gefunden, die zugegebenermaßen nicht alle Probleme löst, aber doch zumindest ein guter Weg ist in eine Entscheidungsvielfalt auf kommunaler Ebene. Wir können nicht jedwede Ungerechtigkeit beseitigen, aber der von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP beschlossene Gesetzentwurf bietet Optionen für eine akzeptable Lösung vor Ort an. Er stärkt die kommunale Selbstverwaltung und bietet ganz konkrete Erleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger, meine Damen und Herren. Und das, was Sie heute hier vorlegen von SPD und LINKEN, löst kein einziges Problem von denjenigen, die jetzt ganz konkret von einem Beitragsbescheid betroffen sind. Unsere im Mai 2018 beschlossene Lösung ist dagegen längst in der Praxis wirksam. Es können schon jetzt Straßenausbaubeiträge vollständig abgeschafft werden, meine Damen und Herren. Einige Kommunalparlamente haben die politischen Beschlüsse in diesem Sinne bereits gefasst, und sie finanzieren die Anliegerbeiträge mit anderen kommunalen Mitteln. Die Hessenschau berichtet heute in einem Artikel zu dieser Debatte, dass sich seitdem rund 40 Kommunen und Gemeinden von den sogenannten Straps verabschiedet haben. Gut zwei Dutzend der Städte und Gemeinden hatten schon vor der Reform keine Straßenausbaubeiträge erhoben. Unser Gesetz, meine Damen und Herren, wirkt schon längst. Und es gibt auch schon jetzt, meine Damen und Herren, Kommunen, das werden sicherlich mit unserer Bestimmung, dass wir das auch fördern werden, noch mehr Kommunen, die ihre Straßenausbaubeiträge auf wiederkehrende Beiträge umgestellt haben. Durch unseren Gesetzentwurf haben schon jetzt die Kommunen mehr Handlungsspielräume als je zuvor. Und die betroffenen Bürgerinnen und Bürger haben auch erleichterte Zahlungsmodalitäten. Und wir haben ganz konkret soziale Härten auch abgemildert. Es wurde bereits erwähnt, wir haben die Möglichkeiten der Ratenzahlung erheblich verbessert. Anstatt von den maximal 5 Jahren geht es jetzt bis zu 20 Jahren. Und wir haben deutlich niedrige Zinsen für die Begleichung der Restschuld. Und, meine Damen und Herren, ja, es stimmt. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger, und einige sind ja auch heute zu Gast bei uns im Hessischen Landtag, haben im Rahmen des Beitragsrechts einen finanziellen Anteil zu leisten. Und die Inanspruchnahme von Grundstücksbesitzern lässt sich auch aus der Eigentumsverpflichtung des Art. 14 im Grundgesetz ableiten. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die Sanierung von Straßen eine wertbildende Maßnahme für die anliegenden Grundstücke sein kann. Das haben übrigens auch viele Jahre die Sozialdemokraten so gesehen und auch so vertreten. Im Jahr 2015, welch Zufall, es stand gerade die Kommunalwahl im Frühjahr 2016 vor der Tür, hat die SPD mit Musteranträgen zur Einführung einer, Zitat, solidarischen Straßenfinanzierung die Kommunalparlamente Land auf Land abgeflutet. Und Kollege Tobias Eckert, ich muss ihn zitieren, von ihm finden sich im Netz zahlreiche Berichte über SPD-Veranstaltungen, wo er mit Nachdruck darum geworben hat, Zitat, für die Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen. Damals noch mit dem Slogan, Zitat, wiederkehrende Straßenbeiträge entlasten die Bürger, Zitat Ende. Die in den damaligen Pressemitteilungen nachzulesende Argumentation vor der Kommunalwahl war, ich darf zitieren, mit den wiederkehrenden Straßenbeiträgen haben die Kommunen ein Instrument in der Hand, um Baumaßnahmen auch in Zukunft sozial gerecht finanzierbar zu machen. Zitat Ende.
Und Kollege Eckert wird in der SPD-Pressemitteilung auch damit zitiert, dass auch der Hessische Städte- und Gemeindebund die Einführung dieser wiederkehrenden Straßenbeiträge empfehle. Was damals für die SPD die gerechte und solidarische Lösung war, gilt heute nicht mehr, meine Damen und Herren. Und weiterhin scheint mir, dass die SPD auch kein großes Vertrauen in die vor Ort handelnden Personen hat, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie die vielen ehrenamtlichen Kommunalpolitiker. Man will nämlich die Entscheidungsfreiheit über die Straßenausbaubeiträge abnehmen und sie zentral hier im Land entscheiden. Dabei nimmt man die große Gießkanne und fördert auch die finanzstarken Kommunen wie z.B. Eschborn, die zurzeit gar keine Straßenausbaubeiträge erheben, in ähnlicher Art und Weise wie finanzschwache Kommunen. Das ist Ihr Vorschlag einer Sozialdemokratie wahrlich nicht würdig, meine Damen und Herren. Und die Begeisterung für solche Vorschläge hält sich vor Ort auch in Grenzen. So haben z.B. die Vertreter von parteiunabhängigen Bürgermeistern sich gegen die von der SPD geforderte Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen ausgesprochen. Auch der Hessische Städte- und Gemeindebund plädiert für die Beibehaltung dieser Beiträge. Meine Damen und Herren, mit Landesgeld allein lässt sich nicht jedes Problem lösen. Eine elementare Schwäche des SPD-Gesetzentwurfs ist schlicht, dass er für die heute Betroffenen gar nichts bringt. Und für diejenigen, die gestern oder vorgestern Straßenausbaubeiträge gezahlt haben, bringt Ihr SPD-Gesetzentwurf eine weitere, nicht zu überbrückende Ungerechtigkeit. Was ist denn mit denen, die bisher gezahlt haben? Die Antwort, die Sie liefern, heißt einfach Pech gehabt, meine Damen und Herren. Und dagegen bietet unser Gesetzentwurf eine deutlich erleichterte Umstellung zu wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen. Denn in diesem Beitragssystem kann mit einer großzügigen Verschonungsregel von bis zu 25 Jahren der Systemübergang zu einer solidarischen Finanzierung abgemildert werden. Beitragszahler aus der Vergangenheit können hier ihre gezahlten Beiträge verrechnen und werden über einen längeren Zeitraum von der Zahlung der jährlich wiederkehrenden Beiträge verschont, meine Damen und Herren. Keine perfekte, aber immer noch besser als Ihre Lösung. Pech gehabt. Meine Damen und Herren, die von der SPD geforderte vollständige Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ist verständlicherweise sehr populär. Und die Aussicht, dass andere für die Erneuerung meines Eigentums aufkommen, ist ja geradezu verlockend. Es ist verlockend, aber nicht seriös, meine Damen und Herren. Dass diese aufgewärmte Wiedervorlage der SPD aber eben kein Allheilmittel ist, zeigt doch schon alleine der Blick auf die andere Rheinseite. Dort ist ein inhaltlich gleichlautender Antrag der AfD zur völligen Streichung der Straßenausbaubeiträge an der Ablehnung der regierenden SPD gemeinsam mit GRÜNEN und FDP gescheitert. So viel zur Wahrheit und zur Klarheit, meine Damen und Herren. Wir Christdemokraten stehen zu der im letzten Jahr im Hessischen Landtag mit deutlicher Mehrheit gefundenen Neuregelung der Erhebung der Straßenausbaubeiträge. Sie ist nicht populär. Sie ist aber praktikabel. Sie verspricht nicht allen alles, aber sie ermöglicht den Kommunen vor Ort die Freiheit, die für sie richtige Form der Beitragserhebung zu finden. Und das ist eine gute Lösung, meine Damen und Herren. Und wir stellen uns gerne auch der Debatte dazu. Besten Dank. Herzlichen Dank, Herr Abg. Bauer. Als nächster Redner spricht Herr Dr. H.C. Hahn für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir nehmen als Freie Demokraten zur Kenntnis, dass in den Augen der Sozialdemokratie in diesem Hause eines der wichtigsten Themen in diesem Lande die Straßenbeiträge sind. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die erste parlamentarische Initiative, die die Sozialdemokraten in diesem Hause vorlegen, ein aufgewärmter, von sich selbst abgeschriebener Gesetzentwurf aus der letzten Legislaturperiode ist. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben andere Prioritäten für dieses Land. Deshalb sind unsere Initiativen in dieser Plenarwoche z. B. das Thema
Wie geht es mit dem Diesel- und wie geht es mit dem Benzinerfahrverbot? Das interessiert Menschen in diesem Lande. Ich weiß gar nicht, warum Sie darüber lachen, Frau Kollegin. Sie sind vielleicht begeisterte Fahrradfahrerin. Aber im Rhein-Main-Gebiet gibt es halt unheimlich viele, die diese Probleme gerade haben. Und deshalb sprechen wir diese Themen an und nicht das Thema Straßenbeiträge. Ich muss leider, liebe Kolleginnen und Kollegen, die vor mir gesprochen haben und dem Plenum relativ frisch angehören, darauf hinweisen, dass es eigentlich in diesem Parlament das Thema Straßenbeiträge bis vor anderthalb Jahren überhaupt nicht gab. Ja, es gab einen Gesetzentwurf aus dem Jahre 2011 oder 2013, von 11, und der dann 13 in Kraft getreten ist, von der CDU und der FDP. Ja, den gab es. Und mit diesem Gesetzentwurf sollten zwei Dinge erreicht werden. Also erreicht werden sollte, dass der Investitionsstau, der vor Ort, hat Kollege Rudolph auch darauf hingewiesen, ist unstreitig, aufgelöst wird. Und wir wollten das auflösen, indem wir zum einen aus der Formulierung kann eine Straßenbeitragssatzung erlassen, soll gemacht haben, und zum Zweiten die wiederkehrenden Straßenbeiträge eingeführt haben. Ich erkenne auch heute wieder hier von dieser Stelle, auch in der 20. Legislaturperiode für die Freien Demokraten an, letztlich war das nicht richtig. Letztlich war das nicht richtig, weil wir damit dem Kommunalaufsichtsminister eine Möglichkeit in die Hand gegeben haben. Das wollten wir damals nicht, aber er hat sie gesehen und genutzt, um ganz aktiv in die Haushaltsplanung der Kommunen Einfluss zu nehmen. Oder um es noch platter zu sagen, mein Kollege Tobias Utter und ich sind ja in Bad Vilbel schon seit vielen Jahren in einer sehr erfolgreichen Koalition. Uns wurde in Bad Vilbel die Haushaltsgenehmigung versagt, weil wir keine Straßenbeitragssatzung hatten. Das war auch damalige Rechtslage. So, und da das in einigen Orten passierte, in den Jahren 2016 beginnend, 2017 dann hochploppend, gab es dann die Diskussion auch hier im Hause, wie gehen wir eigentlich damit um. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bis zu diesem Zeitpunkt, lieber Herr Kollege Rudolph, ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber ich habe es ja schon dreimal hier ungestraft gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt waren die Sozialdemokraten auf dem Trip, es gibt nichts Schöneres als wiederkehrende Straßenbeiträge in jedem Ort in Hessen. In jedem Ort in Hessen. Ich habe nichts anderes gefunden. Vielleicht finden Sie ja noch irgendwas. Und Kollege Bauer hat ja eben wieder auf das eine oder andere hingewiesen. Ich will jetzt nicht noch einen weiteren Kollegen der Sozialdemokratie, den ich sehr schätze, in die Diskussion mit einbringen. Aber ich will die Sozialdemokratie daran erinnern, dass sogar wir Einladungen bekommen haben von der Sozialdemokratischen Kommunalpolitischen Vereinigung, wie die auch immer genau heißt, indem ein hier anwesender sozialdemokratischer Landtagskollege für die Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen geworben hat. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das war im Jahre 2016. Also, ich verstehe so wirklich nicht die Aufregung. Jetzt haben wir es geschafft, den Fehler, den in meinen Augen wir gemeinsam Schwarze und Grüne gemacht haben, wieder aus der Welt zu holen. Wir haben darüber Schwarze und ja. Stimmt. Ja, den Fehler hat vorhin schon mein Fraktionsvorsitzender gemacht. Ich bin total irritiert. Und wir müssen das noch einmal in einer Selbstfindungsgruppe in der Fraktion noch mal genau erörtern, dass wir nicht mehr Grüne sagen, sondern dass wir wieder uns als Freie Demokraten bekennen. So, jetzt ist das also alles gemacht worden im letzten Jahr. Und jetzt kommt die Sozialdemokratie um die Ecke. Nein, das hat sie ja schon während des Wahlkampfes versucht oder des beginnenden Wahlkampfes vollkommen umzuswitchen. Von der super Idee der wiederkehrenden Straßenbeiträge auf die vollkommene Abschaffung. Das gibt es ja nicht. Also, wenn, müssten wir irgendwie beschließen, dass den Kommunen verboten wird, Straßenbeiträge zu erheben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir ein bisschen ehrlich? Es geht doch nur ums Geld. Es geht doch nur ums Geld. Ausschließlich geht es um Geld. Jetzt habe ich auf einmal eben zur Kenntnis genommen, dass irgendjemand gesagt hat, aber kommunale Selbstverwaltung ist nur dann gut, wenn das Land die Straßen bezahlt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber man könnte es ja nachlesen. Ist das nicht ein bisschen sehr verkürzt gedacht? Also, wir können ja sämtliche Leistungen können wir dann ja vom Land finanzieren lassen, und dann ist das kommunale Selbstverwaltung. Also, ich gebe zu,
ich würde mich nicht noch einmal um ein kommunales Mandat bewerben, wenn das die Voraussetzung meiner Arbeit dort ist. Das heißt nämlich Gestaltungsspielraum null, überhaupt nichts mehr zu entscheiden. Und deshalb komme ich zum Geld noch einmal. Wir haben das, da es bisher keine geeigneten Antworten gab aus dem Finanzministerium, noch einmal in einer kleinen Anfrage in der vergangenen Woche, also sofort nach Konstituierung dieses Hessischen Landtages des 20. zu Papier gebracht. Bitte folgen Sie kurz meinem Gedankengang. Als der Staatsgerichtshof uns, dem Land Hessen, dem Landtag vorgeworfen hat, einen verfassungswidrigen kommunalen Finanzausgleich zu haben, haben wir umgeswitcht von dem damaligen Prozentsatzdenken auf die Bedarfsberechnung. Jetzt will ich in den Streit nicht noch einmal eintreten, lieber Herr Dr. Schäfer, lieber Herr Worms, den wir damals geführt haben, ob der Korridor nun von 70 bis 100 oder von 80 bis 110, lasse ich mal alles bei der Seite. Aber eines ist doch klar. Zu diesem Zeitpunkt gab es die Pflicht für die Kommunen, Straßenbeiträge zu erheben. Also, mein Umkehrschluss ist in der Berechnung der Bedarfe für die Kommunen im Rahmen des KFA natürlich nicht irgendein Cent für die grunderneuerte Renovierung von Straßen als Bedarf hereingenommen worden. Jetzt ist das Gesetz geändert. Die Kommunen müssen nicht mehr, sie können Straßenbeiträge erheben. So, und jetzt kommt die spannende Frage, auf die ich hoffe, baldmöglichst eine sehr qualifizierte Antwort zu erhalten. Wie ist das denn dann jetzt bei den künftigen Berechnungen des Bedarfs der Kommunen? Wird da ein Betrag X mit eingerechnet oder nicht? Warum? Ich kann Ihnen sagen, wir als Freie Demokraten gehen davon aus, dass die Erneuerung der Straßen dann auch als eine Teilmenge im Bedarf mit hereingerechnet werden müssen und damit die Umlagen im KFA erhöht werden müssen. Das ist eine Logik, die sich allein schon aus dem Zeitablauf ergibt, den wir dadurch haben, dass zum Zeitpunkt der Erneuerung des KFA die Straßenbeiträge nicht erhoben werden mussten. Entschuldigung, ich weiß das Wort nicht. Dass die Straßenbeiträge erhoben werden mussten. Und damit bestand natürlich kein zusätzlicher Bedarf für die Kommunen. Lassen Sie mich als Letztes für die Freien Demokraten sagen, diese Anträge von SPD und LINKEN lehnen wir inhaltlich ab. Ich glaube, Sie haben das genügend Begründung von mir jetzt gehört. Aber beim Verfahren appellieren wir doch, dass wir es besser machen als in der 19. Also für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt erst Mitglied dieses Hohen Hauses geworden sind, da hat es sich so ein bisschen die Unsitte eingeschlichen, dass man Gesetzentwürfe nach der ersten Lesung bereits ablehnt. Wir halten das für keinen parlamentarisch klugen Stil. Wir haben das in der 19. so gesagt, und wir sagen das auch in der 20. Und deshalb schließe ich mich in diesem Punkt den Antragstellern an, indem sie appellieren, dass es ein ganz normales, ordentliches Anhörungsverfahren über diese Gesetzentwürfe gibt. Ich darf den Antragstellern dann aber zurufen, die Wahrscheinlichkeit, dass die FDP dann zustimmt, ist, glaube ich, immer noch relativ gering. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Hahn. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Beuth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zwischen Eintöpfen, Aufgewärmten und Selbstfindungsprozessen möchte ich seitens der Landesregierung kurz Stellung nehmen zu dem Gesetzentwurf von SPD und auch zu dem Gesetzentwurf der LINKEN. Und zwar in folgender Weise: Der Gesetzentwurf oder die zwei Gesetzentwürfe, die die Fraktionen der SPD bereits in der letzten Wahlperiode eingebracht haben, sind sozusagen neu oder ist neu aufgelegt worden. Nach unserer, nach meiner Einschätzung, nach der Einschätzung der Hessischen Landesregierung sind sie nicht besser geworden. Aber das Parlament und der Hessische Landtag wird, nach dem, was ich bisher gehört habe, sich in den nächsten Wochen und Monaten mit dieser Frage noch einmal erneut beschäftigen. Gleichwohl ist es so, dass wir eine Entscheidung zu dem Thema Straßenausbaubeiträge in der letzten Wahlperiode des Hessischen Landtages bereits getroffen haben. Das ist hier schon deutlich geworden. Ich will noch einmal darauf kommen, dass wir eine Entscheidung getroffen haben, die am Ende die kommunale Selbstverwaltung stärkt und nichts anderes, meine Damen und Herren. Die Kommunen haben die Möglichkeit, dass sie selbst entscheiden, in Zukunft, wie sie mit den Straßenausbaubeiträgen umgehen.
Wir haben bisher zumindest in Hessen, soweit ich das nachvollziehen kann, keine Debatte darüber, wie das mit der Ersterschließung ist. Das scheint mir unstreitig zu sein, dass das von den Grundstückseigentümern entsprechend getragen werden muss. Wie dann mit der Zweiterschließung, sprich mit den Straßenausbaubeiträgen, umgegangen wird, das haben wir nunmehr in die Hände der Städte und Gemeinden gelegt. Das ist kommunale Selbstverwaltung, das ist kommunale Selbstverantwortung. Deswegen halten wir seitens der Landesregierung auch an dem, was der Hessische Landtag in der vergangenen Wahlperiode hier beschlossen hat, auch fest. Lassen Sie mich aber zum Thema kommunale Finanzen, das ist ja hier in einigen Redebeiträgen auch entsprechend diskutiert worden, noch ein paar Bemerkungen machen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben in der letzten Wahlperiode, Herr Kollege Hahn hat das gerade eben angesprochen, natürlich Einfluss genommen auf die Frage, wie Kommunen sich finanzieren, wie sie ihr Haushaltsgebaren an den Tag legen. Und ich bin, das räume ich auch am Anfang der 20. Wahlperiode ein, sehr, sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, in der vergangenen Wahlperiode dafür Sorge zu tragen, dass wir von einem Status von Kommunen im Jahre 2014, wo sich nur ein Drittel überhaupt noch selbst finanzieren konnte, wir am Ende der Wahlperiode der vergangenen Wahlperiode dahin gekommen sind, dass wir 98% Kommunen haben, die in der Lage sind, ihre Haushalte wieder auszugleichen. Das war ein Prozess, der nicht ganz einfach war. Das räume ich ein, das gebe ich auch zu. Es waren auch Diskussionen, die nicht nur hier im Landtag geführt wurden, sondern eben auch auf der kommunalen Ebene geführt werden mussten, über die Frage, wie nehmen wir Ausgaben zurück, wie steigern wir Einnahmen und so weiter. Aber es hat sich im Sinne von Nachhaltigkeit, im Sinne von Generationengerechtigkeit gelohnt, dass wir diese Diskussionen sozusagen im Lande insgesamt geführt haben. Und, meine Damen und Herren, wir haben ja mittlerweile, Kollege Rudolph, Sie haben über die Frage der kommunalen Finanzausstattung gesprochen, die Situation, dass wir im kommunalen Finanzausgleich mittlerweile einen Betrag haben im Jahre 2019 von über 5 Milliarden €, meine Damen und Herren, über 5 Milliarden €, die wir seitens des Landes am Ende an die Kommunen für die kommunale Selbstverwaltung ausschütten. Alleine die Steigerung vom Jahr 2018 auf das Jahr 2019 macht fast 300 Millionen € aus. Ich finde, dass wir hier mit gutem Gewissen schon erklären können, dass die Kommunen im Lande Hessen ordentlich ausgestattet sind. Und wir sind ja noch weitergegangen. Wir haben die größten Sorgen, die wir gesehen haben, nämlich die überzogenen Girokonten der Kommunen, dass wir die über die Hessenkasse entsprechend abgelöst haben. Wir haben einen Schutzschirm gehabt, wir haben die Investitionsprogramme. Das alles in allem sind in der Größenordnung zwischen 14 und 15 Milliarden €, die hier, meine Damen und Herren, zu Buche stehen. Und insofern sage ich für die Hessische Landesregierung, glaube ich nicht zu Unrecht, dass wir die Kommunen erstens anständig ausstatten und ihnen die Möglichkeit geben, dass sie in kommunaler Eigenverantwortung die Entscheidung über die Frage von Straßenausbaubeiträgen treffen können und auch treffen sollen, meine Damen und Herren. Ich bleibe dabei, dass ich mich wundere darüber, dass ausgerechnet die Sozialdemokraten mit der Art und Weise, wie sie mit den Straßenausbaubeiträgen umgehen, dass sie nämlich eigentlich sozusagen die Grundstückseigentümer, diejenigen, die mutmaßlich mehr haben als diejenigen, die kein Eigentum haben, dass sie die im Grunde bevorzugen wollen zulasten allgemeiner Steuerzahler, all derjenigen, die eben kein Eigentum an Grundstücken haben. Aber das ist etwas, was ich am Ende auch in zwei Lesungen der sozialdemokratischen Gesetze bisher und auch heute in der ersten Lesung des Gesetzes hier nicht verstanden habe. Es mag an mir liegen, aber ich finde diese soziale Umverteilung, die die Sozialdemokraten hier vornehmen wollen, schon ziemlich eigentümlich, um es zurückhaltend zu sagen. Lassen Sie mich zum Schluss kommen.
Ich finde das Beispiel mit den 120.000 € Straßenausbaubeiträgen, sagen wir mal, nicht ganz angemessen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Herr Kollege Schaus, Sie wissen es vielleicht noch ein bisschen genauer, war das in der Anhörung hier, es war ein Eckgrundstück einer Gewerbeimmobilie mit mehreren tausend Quadratmetern. Ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen tun, schon aus Respekt sozusagen der gegenseitigen Argumente tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir mit solchen Argumenten hier versuchen, die Straßenausbaubeiträge in ihrer Form zu verteidigen. Meine Damen und Herren, Erhalt und Sanierung der kommunalen Straßen sind originäre kommunale Aufgabe. Wir statten insgesamt die Kommunen im Lande anständig mit Finanzen aus. Damit ist es Ihre Verantwortung und Ihre Selbstverwaltungsaufgabe, zu überlegen, wie Sie den Straßenausbau in Ihrer Kommune gestalten. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Minister Beuth. Es liegen zwei weitere Wortmeldungen für eine zweite Runde vor. Es beginnt der Abg. Rudolph, SPD. Herr Abg. Rudolph, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich zitiere Art. 137 Abs. 5 der Hessischen Verfassung. Der Staat hat den Gemeinden die zur Durchführung der eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Geldmittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war ein Lehrbeispiel, und die vielen Bürgerinnen und Bürger aus Böhr haben es ja mitbekommen. Das hätten wir gar nicht so kommunizieren können, das, was die Rednerinnen und Redner von GRÜNEN und CDU hier absolviert haben. Und Herr Beuth, Sie loben sich dafür, Sie haben 5 Milliarden € Kassenkredite abgelöst. Wie sind denn diese 5 Milliarden € Kassenkredite entstanden? Weil die Kommunen das Geld zum Fenster rausgeworfen haben. Und wo sind die 5 Milliarden € eigentlich hingegangen? Sonderschulden bei der WIBank? Meine Damen und Herren, erst werden den Kommunen über Jahre die Finanzmittel geraubt, dann geben Sie ihnen ein bisschen was zurück, und dann stellen Sie sich hin und wollen sich feiern lassen. Wo leben Sie denn eigentlich, Herr Beuth? In welcher Realitätsverblendung? Und schauen Sie sich die diversen Untersuchungen, Bertelsmann-Stiftung und Ähnliches an. Die Finanzausstattung hessischer Kommunen ist ein dickes Problem. Das erste ist das Thema Investitionsmöglichkeiten. Das zweite wird der ganze Bereich der Kita-Betreuung sein. Da werden wir uns in den nächsten Jahren noch wundern. Übrigens kein Problem der SPD-regierten Kommunen. Es betrifft alle, auch CDU-geführter. Ich will etwas sagen, was ich sehr bemerkenswert fand. Der Redner der GRÜNEN, wenn es auch die erste Rede war, Panikmache, Verunsicherungskampagne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was bilden Sie sich eigentlich ein und wo leben Sie eigentlich? Wenn wir hier die Dinge aufgreifen, die viele Menschen bewegen, wir könnten es uns ja einfach machen. Das war in der Tat ein Thema, wo wir im Wahlkampf gesagt haben, das ist wichtig, wir wollen da Veränderungen. Jetzt ist das Wahlergebnis nicht so ausgegangen, wie wir uns das gewünscht haben. Könnten wir auch sagen, ist uns mal gerade egal. Nein, das Problem ist doch da. Und Sorgen und Nöte von Menschen aufzugreifen, auch wenn man nicht dafür das Mandat zunächst hat, ist doch Aufgabe von Politik. Und dann reden Sie, wir würden Panik betreiben, wenn wir Sorgen und Nöte von Menschen ernehmen. Ich finde, das ist ein bisschen viel Arroganz, die hier an den Tag gelegt wird. Dann reden Redner der Koalition von Selbstfindungsprozessen. Was erlauben Sie sich eigentlich? Wir greifen als Fraktion ein Thema auf, bringen Initiativen ein. Am Schluss entscheidet die Mehrheit des Landtages, wie sie damit umgeht. Aber noch lassen wir uns von Ihnen nicht vorschreiben, welches Thema hier, weil wir wann in diesem Hessischen Landtag diskutieren. Und dann machen wir es wie eine tibetanische Gebetsmühle. Wir machen es so lange, wie wir es für richtig erhalten. Und wir werden so lange kämpfen, bis Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden, egal in welchem Jahr. Egal in welchem Jahr. Und wenn man sich die armseligen Rechtfertigungsversuche auch in der Presse ansieht von CDU, die CDU taucht ja bei dem Thema weg. Das macht die CDU ja generell. Haben wir nichts mit zu tun vor der Wahl. Die Frau Arnold, wir müssen ein bisschen was machen. Schweres Thema. Schauen wir mal. Nach der Wahl gilt das nicht, weil die GRÜNEN natürlich ihre Prozente in inhaltliche Argumentation ummünzen wollen. Weil GRÜNEN hat immer recht. Das ist ja so Diktion. Und dann kommt der Fraktionsvorsitzende, sagt hier mit AfD Rheinland-Pfalz, meine Damen und Herren,
Wir sind der Hessische Landtag. Wir entscheiden über hessische Thematiken, und wir entscheiden, wie wir damit umgehen. Und damit das auch der Letzte in der CDU kapiert, in Rheinland-Pfalz will die CDU Straßenbeiträge abschaffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Realität. Und deswegen, ja, und deswegen gibt es 16 Bundesländer und mit 16 unterschiedlichen Regierungen, und jedes Parlament entscheidet, wie wir es. Aber das, was Sie eben produziert haben, Sie haben nichts gelernt, und der Bauer, kein einziges Problem wird gelöst. Bei Ihnen frage ich mich langsam, Sie sind ja auch Kommunalpolitiker in Bürstadt, die Bürgermeisterwahl ist ja auch knapp ausgegangen. Ich weiß nicht, ob das Thema Straßen, ja, ich habe doch gesagt, knapp ausgegangen, Sie haben gewonnen. Vielleicht war das Thema Straßenausbau eines, was die Menschen bewegt hat, aber Sie ignorieren doch, dass es hier tatsächlich um persönliche Existenzen geht. Wenn mir ein 80-jähriger älterer Mensch sagt, ich soll 20.000 € für die Finanzierung von Straßenausbaubeiträgen bezahlen, ich habe eine kleine Rente, das Haus ist abbezahlt, damit komme ich aus. Ich habe aber die 20.000 € nicht, weder die örtliche Kreissparkasse noch die Volks- und Raiffeisenbank gibt mir einen Kredit. Nach Ihrer Diktion interessiert mich das als Landtagsabgeordneter. Nach Ihrer Diktion soll der arme Mann zusehen, wie er zurechtkommt. Und das ist nicht ein Einzelfall. Das sind ein paar viele Einzelfälle in Hessen. Und deswegen bleibt das Thema Straßenausbaubeiträge eines, was auf der Agenda steht. Und das, was CDU und GRÜNE eben hier abgeliefert haben, finde ich, war ziemlich armselig, ziemlich überheblich. Aber das ist dann ein anderes Problem. Zwar haben wir im Moment dafür nicht die Mehrheit bekommen, aber wir geben die Hoffnung nicht auf, weil hier geht es um Menschen und nicht um irgendwelchen parteipolitischen Vorteil. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rudolf. Als nächster Redner spricht Herr Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe zwar nichts Neues gehört in dieser Diskussion, weil wir haben da ja schon öfters darüber diskutiert, aber ich will trotzdem, wir haben da eine klare Linie, Herr Bellino, an der Stelle. Von daher werden Sie von uns auch nichts anderes hören. Ja, aber ich will mich noch einmal damit auseinandersetzen mit den Argumenten, den Gegenargumenten, die da gekommen sind. Also, da sagt Herr Dr. H.C. Hahn zu Recht, seit anderthalb Jahren ist das erst ein Thema. In der Tat. Ja, ich wundere mich auch, dass es nicht früher ein Thema geworden ist. Es ist erst ein Thema, seitdem es Bürgerinitiativen gibt, die dagegen Proteste organisieren. Berechtigterweise. Und das wird es auch bleiben, solange der Zustand so ist, wie er ist. So. Dann, das haben wir auch rauf und runter gehört, der Kollege von den GRÜNEN, ich glaube, Herr Hoffmann, wenn ich das richtig Hofmann. Also gut, Hofmann statt Hoffmann, alles klar. Herr Hofmann hat. Der ist ja neu, aber er hat sozusagen die alten Argumente eingebracht, die wir hier auch schon öfters gehört haben. Nun will ich Ihnen einmal sagen, die Situation ist nicht die, dass die kommunale Selbstverwaltung aufgelöst wird in dem Moment, wo das Land Hessen den Kommunen finanzielle Mittel für den Ausbau ihrer örtlichen Straßen zur Verfügung stellt. Dann wäre ja sozusagen der kommunale Finanzausgleich an sich nach dieser Argumentation ja schon eine Einschränkung oder gar Auflösung der kommunalen Selbstverwaltung. Das werden selbst Sie nicht behaupten wollen. So. Nein, andersrum wird ein Schuh draus. Die kommunale Selbstverwaltung ist 2013, spätestens 2013, eingeschränkt worden durch die gesetzliche Sollregelung. Da wurde der Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung vorgenommen. Und der Innenminister seinerzeit hat sozusagen durch seinen Herbsterlass dann dafür gesorgt, dass der RP oder die RPs Druck ausüben auf die Kommunen, die noch keine Straßenausbaubeiträge erlassen haben, indem er die Haushalte nicht genehmigt hat. Auch das ist dargestellt worden. Das ist Einschränkung der kommunalen Selbstverwaltung und nicht das, was wir hier in den Gesetzentwürfen haben, meine Damen und Herren. Nun haben Sie, Herr Minister Beuth, ein neues Wort geprägt. Das kannte ich noch gar nicht. Zweiterschließung. Ich weiß nicht, was bei der grundlegenden Straßensanierung eine Zweiterschließung sein soll. Da wird doch nichts neu erschlossen. Da wird etwas, was erschlossen ist, in einen ordentlichen Zustand gebracht.
Das ist doch keine Zweiterschließung. Insofern muss man auch nicht zweimal zahlen, sondern man hat einmal gezahlt, und dann ist es öffentliche Aufgabe, dafür diese Straße zu unterhalten, und zwar genau wie die Kreisstraßen, genau wie die Landesstraßen, genau wie die Bundesstraßen, auch die Ortsstraßen. Und das ist die Aufgabe des Landes Hessen, die Kommunen, und zwar alle Kommunen, dafür in die Lage zu versetzen, das auch tun zu können, also die Erschließung auch wieder zu erneuern und entsprechend zu garantieren. Das ist auch unsere Forderung. Und weil Sie, Herr Minister, und weil Sie sich so erstaunt gezeigt haben, dass die Gesetzentwürfe von SPD und LINKEN ja dazu beitragen würden, sozusagen alle Steuerzahler zu belasten, will ich Ihnen einmal ein Beispiel aus meiner neuen Heimatkommune vortragen. Da haben es die Bürgerinitiativen dankenswerterweise mit viel Engagement geschafft, die Stadt Wetzlar dazu zu bringen, die Straßenbeitragssatzung abzuschaffen. Und keine ja, genau. Und was ist passiert? In der gleichen Stadtverordnetenversammlung hat die Stadt Wetzlar aus der Not heraus beschlossen, die Grundsteuer entsprechend zu erhöhen. Das ist die Konsequenz aus Ihrer Logik der kommunalen Selbstverwaltung, die dann dazu führt, dass alle Anwohner, nämlich auch die Mieter, das dann bezahlen müssen. Wir hingegen sagen, das Land ist in der Lage, 60 Millionen Euro pro Jahr, 60 Millionen Euro pro Jahr den bedürftigen Kommunen zur Verfügung zu stellen, um ihre Straßen zu unterhalten, und die Beiträge, die ihnen entfallen durch die Bürger, das sind nämlich nur 40 Millionen nach der Statistik des Innenministers, dann tatsächlich auch zur Verfügung zu stellen. Und das ist unsere Position, und das bleibt unsere Position heute Morgen und übermorgen, bis das Gesetz geändert ist. Vielen Dank, Herr Abg. Schaus. Als Nächster hat sich zu Wort gemeldet Herr Abg. Enners, Fraktion der AfD. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Normalerweise wollte ich jetzt nichts mehr dazu sagen, aber weil irgendwann ist ja mal alles gesagt. Aber was mich wirklich ärgert, ist die Aussage von dem Herrn Hofmann, dass hier Kapitalisten sozusagen verteidigt werden. Wenn eine Familie nur ein etwas größeres Grundstück hat, wo ein paar Obstbäume draufstehen, ja, und deswegen dann als Kapitalisten bezeichnet werden, die zu verteidigen sind, weil sie einen hohen fünfstelligen Betrag dadurch zu bezahlen haben. Bitte? Ja. Ich habe vernommen, dass der Herr Hofmann gesagt hat, dass hier die Kapitalisten verteidigt werden, hat er in diese Richtung gesagt. Bitte? Herr Abgeordneter Enner, Sie haben das Wort, und wir werden es im Protokoll feststellen, was gesagt wird. Danke schön. Ich wollte nur sagen, so etwas finde ich nicht richtig. Ich finde es nicht gut, wenn man so mit Menschen umgeht, die einfach nur ein größeres Grundstück haben, dass man sie dann deswegen als Kapitalisten bezeichnet. Das ist nicht in Ordnung. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Abg. Enners. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Wir haben den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, Gesetz zur vollständigen Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen, und den dringlichen Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, Gesetz zur Aufhebung von Straßenbeiträgen in den hessischen Kommunen, damit in erster Lesung beraten. Ich gehe davon aus, wenn keiner widerspricht, dass wir beide federführend in den Innenausschuss und mitberatend in den Haushaltsausschuss überweisen. Ist das der Fall? Dann wollen wir genau so verfahren. Herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren.